Das kleine Reptil ist vollkommen abhängig von einer hohen Umgebungstemperatur. Es kann selbst keine Wärme erzeugen. Wenn es ein warmes Fleckchen in den Dünen gefunden hat, kann es sich in der Sonne aufwärmen und seine Mahlzeit verdauen. Seine auffällige Zeichnung hat eine doppelte Funktion. Das Tarnmuster auf dem Rücken hilft ihm, sich vor Angreifern aus der Luft zu schützen, während die leuchtend grünen Flanken männlichen Rivalen zeigen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Und die Paarungszeit hat gerade begonnen. Um eine Partnerin zu finden, muss er sich auf die Sanddüne hinauswagen. Er kommt